Moin Leute, hier ist Philipp Black. Wie versprochen zeige ich euch heute mein Auto. Zu spät, aber es ist heute gekommen auf jeden Fall. Und jetzt zeige ich euch erstmal den wahren AMG-Sound. So hört sich ein wahrer AMG an. Drück aufs Gas! Natürlich war das alles nur ein Spaß. Ich fahre nur einen Diesel. Da ist der wahre AMG. AMG Spoiler, AMG Diffusor, AMG Paket. Aber der wahre AMG Sound kam natürlich von dem Wagen. Schöne Grüße an Illo. Wie vorhin gezeigt, war natürlich nicht der echte AMG-Sound, sondern nur ein AMG-Sound vom Kollegen. Ich habe nur eine Dieselmaschine. Das ist ja natürlich auch Blödsinn, wenn ich mit einem wahren AMG-Motor in die Stadt oder durch die Stadt fahre. Ich mache doch gar keinen Gewinn. Das bringt ja nichts. Ich wollte euch mal kurz mal zeigen, dass mein Auto, mein Baby, dass mit dem Teil verdiene ich mein Brot. Deswegen liebe ich es auch so sehr. Mein Taxi ist natürlich ein bisschen anders als alle anderen Taxis. Ich habe ein AMG-Paket, ich habe einen anderen Spoiler. Ich habe einen anderen Diffusor unten. Mein Kennzeichen ist genauso schön natürlich, damit man sich das schön einprägt. Natürlich für die Kunden, wenn ich Stammkunden habe oder falls ich mal irgendwo hinfahre, NA66, einfach leicht zu merken. Ich bin auch das einzige Taxi in Hamburg mit den 20 Zoll Felgen. Das Taxi ist ja, hat ja eine Hellelfenbeinfarbe. Das ist nicht gelb, das ist Hellelfenbein. Und ich habe das Maximale, was erlaubt ist, habe ich in Schwarz raufgehauen. Man muss es mit der Taxibehörde abklären, aber man darf nicht zu viel Schwarz haben. Und das, was ich habe, ist schon das Maximale. Unten am Seitenschweller, meine Felgen, Emblem hier. Mein Spoiler, Diffusor, die Scheiben sind natürlich auch getönt in Schwarz. Dann haben wir natürlich hier nochmal mit Seitenspiegel eine Carbonfolie. Das ist kein echtes Carbon, das ist nur eine Carbonfolie. Da habe ich auch noch das Night-Paket so bestellt bei Mercedes. Das heißt, alles was Chrom ist, kommt in Schwarz. Das heißt hier, das Ganze, die ganzen Leisten hier sind eigentlich in Chrom, aber bei mir sieht man das dann komplett in Schwarz. Beim AMG hier vorne ist ja eigentlich auch Chrom, aber ich habe es auch in Schwarz. Das hier alles war in Chrom, das habe ich schwarz überkleben lassen, deswegen auch Philipp Black. Ich liebe es einfach, wenn es so schön schwarz aussieht. Das Mercedes-Benz-Logo hier vorne ist auch in Schwarz und auch nicht in Hell. Bei den Nicht-Sport-Paketen ist es in Blau. So, das Einzige, was ich in Rot gemacht habe, damit es so einen kleinen Touch an Sportlichkeit gibt, ist der rote Strich unten. Was aber eigentlich auch schwarz war. Aber da überlege ich auch noch, vielleicht nehme ich das Rote ab, denn es ist schwarz, weil mittlerweile hat jeder Rot und ich will nicht wie jeder andere sein. Deswegen nehme ich das wahrscheinlich weg. Mein Taxi hat eine Folierung, das ist eine Hellelfenbein-Folierung. Damals gab es nur diese Hellelfenbein-Farbe. Das Auto kam als Lackierung, lackiert, Hellelfenbein und ist gekommen. So viele Leute für den Wiederverkauf wollen oder falls sie es irgendwann mal selbst benutzen wollen, sagen, nee, ich möchte eine schwarze Farbe und überklebt das Ganze mit einer Hellelfenbeinfolie. Woran erkenne ich aber, dass es eine Folie ist oder nicht? Wenn ihr das Auto aufmacht hier, dann seht ihr hier die originale Farbe anhand das Ganze. Das ist schwarz, das heißt, das Auto hat in Wirklichkeit eine schwarze Farbe und ich habe es nur mit einer Folie überkleben lassen. Und noch ein Vorteil, falls mal die Folie scheiße aussieht oder wenn es mal richtig schmutzig wird, kann ich die Folie wegkleben und dann mal eine neue Folie rauf, dann sieht das Auto wieder schön neu aus. Für mich ist es natürlich immer wichtig, dass das Auto sehr gut aussieht, hygienisch aussieht, sauber ist. Und aus dem Grund punkte ich auch mit dem Ganzen. Viele Leute fragen mich auch, warum kaufst du dir so ein teures Auto, aus welchem Grund? Einfach aus dem Grund, weil ich hier drinne, das ist mein Arbeitsplatz. Ich verbringe von morgens bis abends verbringe ich meinen Tag da drinne, arbeite. Meine Kunden sollen für das Geld auch natürlich was bekommen und die Konkurrenz steigt. Von morgens, jeden Tag haben wir neue Konkurrenz, da kommt Uber, da kommt Moja und da musst du irgendwie mithalten. Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, Sauberkeit, das reicht alles nicht. Also habe ich natürlich auch ein schönes Auto, dass wenn meine Kunden einsteigen, sagen, ich fühle mich hier wohl, es ist toll und ich möchte auch mit dem jungen Mann, mit dem hübschen jungen Mann weiterfahren. So, hinzu kommt nochmal, wenn du ein Taxi bestellst, dann kommt das Ganze immer mit einem integrierten Kindersitz. Das heißt, wir gehen hier rein, du kommst mit deinem Kind, dann ist hier unten ein Hebel, mache ich auf oder schiebe ich hoch und dann kann sich das Kind hinsetzen. Das ist ein automatischer oder das ist ein integrierter Kindersitz. Habe ich aber in meinem Fall natürlich nicht, weil ich ein AMG-Interieur habe und ein AMG-Interieur kommt immer mit echtem Leder. Und wenn du das echte Leder hast, dann hast du das natürlich nicht. Nur bei diesem Kunstleder, bei der normalen Taxiausstattung, da hast du das. Jetzt zeige ich euch, was unterscheidet ein normales Auto zu einem Taxi. Es gibt wesentliche Punkte. Es ist nicht einfach so, dass man ein Auto bestellen kann und es einfach ein Taxi umwandeln kann. Es gibt viele Punkte, die umgebaut werden müssen, aber das geht nicht. Das kann man nicht umbauen. Das Auto muss als Taxi vom Werk aus so bestellt werden. Zum einen haben wir hier oben das Taxischild. Das leuchtet, wenn das Auto zu ist, geht das Licht aus. Wenn das Auto wieder angeht, leuchtet das Schild. Was bedeutet das, wenn es an ist? Wenn das Schild an ist, heißt es, ich bin frei. Ich nehme Kunden auf. Wenn das Schild aber aus ist, so wie jetzt, heißt es, ich bin besetzt. Und sobald man das Taxameter anmacht, geht das Ding aus. Oder wenn es wieder freigestellt wird, geht es wieder an. Dann gibt es natürlich noch einen Punkt. Wir haben hier drinnen einen Alarm.
Wir haben hier drin Alarm, das heißt, wenn ich beim Taxi angegriffen werde, dann drücke ich unten unter meinem linken Fußraum ist da so ein Knopf, da kann ich gegentreten. Und wenn ich dagegen trete, dann leuchtet das Taxischild die ganze Zeit auf. Das ist wie so ein Alarm. Das heißt, jeder da draußen sieht, okay, der hat ein Problem, lass mal anhalten und ich mache mich aufmerksam. Aber reicht es nicht, ein ganz großes Problem, dann drücke ich nochmal drauf und dann geht der Alarm an vom Wagen. Und den kann ich nur ausschalten, indem ich vom Wagen aussteige. Und das zeige ich euch mal ganz kurz. So, hier ist das Taxameter. Ja, wenn man hier drückt, geht es an. Startpreis 3,50 hier in Hamburg. Und hier drücke ich wieder, dann geht das Ding wieder aus. Wenn ich jetzt hier unten auf den Knopf, das ist nicht ein Knopf, den man sehen kann oder sonst irgendwas, den kann man nur erfüllen. Das heißt, ich drücke hier. Warte. So, ich drücke jetzt und guck mal, was jetzt oben passiert. Und wenn ich jetzt weiter drücke, weil ich jetzt in ganz großer Gefahr bin, dann halte ich jetzt auf den Knopf einfach gedrückt. Aber warte, ich muss den nicht fühlen. So. Und den kann ich nicht einfach so ausmachen. Das heißt, ich muss aussteigen. Kommt mal mit. Kofferraum auf. Und hier hinten ist ein Knopf. Und erst wenn ich auf den Knopf drücke, geht das ganze Ding wieder aus. Das ist einfach zu meiner eigenen Sicherheit, dass ich nicht einfach von innen, falls die Täter sagen, du machst den Alarm jetzt aus, kann ich nicht. Ich muss dafür aussteigen. So, und dann haben wir noch im Fahrzeug haben wir hier das Taxameter hier oben. Das ist natürlich verbunden mit einem Wegstreckenzähler. So, und viele sagen jetzt, mach mal einen Festpreis. Damals hatte man die ganzen Festpreise machen können, jetzt natürlich nicht mehr, weil wir haben hier draußen, das kann ich euch noch mal erzählen, wir haben ein Fiskaltaxameter jetzt. Und damals wurde natürlich ganz viel Unfug getrieben in den, keine Ahnung, 80er Jahren oder so. Und deswegen, die Behörde und das Finanzamt, glaube ich, die haben jetzt so ein Produkt entwickelt, das ist das Fiskaltaxameter, das heißt, das ist alles gespeichert. Jeder Kilometer, jedes Mal, wenn das Taxameter angeht, alles mögliche, und das zeige ich euch auch nochmal. Und das Fiskaltaxameter ist dann hier eingebaut. Und das geht dann hier, und dann zeige ich euch das mal hier. Da ist ein Gerät mit bei, was komplett durchgeht, hier einmal runter, und das ist dann hier drinnen versteckt. Und dieses Gerät hat dann noch eine kleine SIM-Karte, das heißt, alles wird gespeichert, egal was auf dem Tacho passiert, egal was auf dem Taxameter passiert, also kann man nicht mehr Kilometer zurückdrehen und das Finanzamt verarschen oder die Behörde verarschen, das geht alles nicht mehr. So, für heute war es das erstmal, dass ich euch alles gezeigt habe von draußen, die Unterschiede, mein Auto, und nächste Woche führe ich euch in mein Auto und wir fahren mal eine Runde, was das alles kann. Was passiert, wenn ich nicht reagiere? Was passiert, wenn ich jetzt rechts überholen will und ich übersehe ein Auto? Was passiert, wenn ich einschlafen sollte? Die ganzen Sicherheitssysteme, das zeige ich euch alles. Nächste Woche gehen wir in mein Auto rein, wir führen eine Runde, fahren auf die Autobahn, dann zeige ich euch alles. Bis zur nächsten Woche. Danke fürs Warten. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da, folgt mir auf Instagram, euer Philipp Black. Okay, bis nächste Woche, Bruder. Ich liebe dich. Vielen Dank für das Video. Ich liebe dich. Fertig machen. Geh auch rein, Bruder. Ciao. Nee, er fährt mich nicht mal nach Hause. Weißt du, er hat zwar ein Taxi, aber er fährt mich nicht nach Hause. Will mich jemand abholen?